Eberswalde in Brandenburg. Eine Zugstunde nördlich von Berlin. Die Brücke über die Eisenbahnlinie war zur Zeit des Baus der Wasserstraße von der Havel zur Oder, 1910, eine technische Sensation. Nicht weniger dieser Damm, in 28 Meter Höhe, überfließt hier der Kanal des Ragösefließ. Der gemauerte Durchlass für das Flüsschen gilt als ingenieurtechnische Meisterleistung. Meter lang ist der Tunnel. Die Wölbung ist aus Ringen, die ohne Verbindung aneinander stoßen. So können sie sich unter Druck unabhängig voneinander bewegen. Das Schiffshebewerk Niederfino war die nächste Sensation des Oder-Havel-Kanals. Das hydrotechnische Stahlmonstrum wurde 1934 eingeweiht. Das Tor öffnet sich zu einem Wassertrog, in dem die Schiffe schwimmend gehoben oder gesenkt werden. Schiffe mit einem Gewicht bis zu 1000 Tonnen können rauf und runter transportiert werden. Der Trog ist 85 Meter lang. Mehrere Schiffe können gleichzeitig einfahren. Die Fahrt im Lift dauert 5 Minuten. Das Schiff überwindet den Höhenunterschied von 36 Metern in insgesamt 20 Minuten. Der Oder-Havel-Kanal folgt dem Eberswalder Urstromtal. Vom Schiffshebewerk schaut man in ein Land, das von Eisgletschern aus dem hohen Norden geformt wurde. Der Koriner Endmoränenbogen und das Niederoderbruch. Die Koriner Endmoräne, hier die braune erhobene Linie, gilt als klassisches Beispiel für eine glaziale Serie. Vor dem Hügelzug der Endmoräne liegen Sander. Das sind Flächen aus Sand und Kies. Abgelagert vom Schmelzwasser der Eiszeitgletscher. Viele Theorien wurden entwickelt, um die Entstehung dieser Landschaft zu erklären. Noch vor 200 Jahren staute sich im Bruch das Wasser, aus dem die Moränenhügel ragten. Vor rund 250.000 Jahren bedeckte zum zweiten Mal ein dicker Eispanzer weite Teile Deutschlands. Von Skandinavien aus hatte sich die mehrere hundert Meter dicke Schicht auch über Norddeutschland geschoben. Ein wärmeres Klima brachte sie zum Abschmelzen. Vor 70.000 Jahren wurde es wieder kälter, die Weichselvereisung. Das Pommersche Stadium war die letzte große Stillstandszeit des Gletschereises, vor etwa 15.000 Jahren. Beim Abschmelzen dieses Eisrandes entstand die Koriner Endmoräne. So vielleicht sah das Urstromtal aus. Der Gletscher schob Geröll vor sich her und transportierte in sich Felsgestein. Dort, wo er zum Stillstand kam und abschmolz, hinterließ er Schutthaufen, die Endmoräne. Hinter dem Moränenbogen sammelten sich die Schmelzwässer, auch die von weiter nördlich gelegenen Gletschern. Die steigende Flut suchte sich einen Abfluss und durchbrach schließlich die Moräne, das Schmelzwassertor von Korin. An dieser Stelle gründeten später die Zisterzienser ein Kloster. Am Amtssee, eines der vielen Gewässer, die die Landschaft prägen. Das ist eine Schwanenblume.
die ist relativ selten geworden. Und hier eine Kleinlibelle, und zwar eine Azurjungfer. Und das ist der Professor, der uns beim Drehen alles erklärt und zeigte. Was ist denn das, Herr Ebert? Das sind kopulierende Libellen. Das Männchen packt das Weibchen hinter dem Kopf mit seinen Zangen. Und dieses krümmt dann den Leib und holt sich das Sperma vom Männchen. Das nennt man Paarungsrad. So können sie auch gemeinsam fliegen. Das sieht ja eher aus wie ein Herz. Ist ja eigentlich auch passender. Kloster Korin. Die Zisterziensermönche waren die ersten Menschen, die vor rund 700 Jahren diese vom Eis geformte Landschaft grundlegend veränderten. Sie rodeten den Urwald, legten Sümpfe trocken, säten Getreide, trieben Vieh auf die Weiden, bauten Mühlen und schufen mit ihrem Kloster eines der schönsten Bauwerke der märkischen Backsteingotik. Um diesen Brunnen herum wurde ein Haus gebaut. Was ist denn das Schatzchenhaus? Da drüben? Ja. Früher war es mal der sogenannte Brüdersaal. Müsst ihr euch das so vorstellen, dass diese Betmönche, wenn die aus der Kirche kamen, vom Beten und in die Bibliothek gegangen sind, sich Bücher geholt haben und dann sind sie in diesen Brüdersaal gegangen und haben sich dort hingesetzt und gelesen. Wie alt ist das alles hier schon? Na, über 600 Jahre jetzt. Oh. Lange steht es so lange? Ja, die haben ganz dicke Mauern gebaut. Du musst dir vorstellen, heutzutage baut man nicht so eine dicken Mauern, weil man Material sparen will. Und diese Mönche haben sich ja ihre ganzen Steine selber hergestellt. Das heißt, die konnten sich das natürlich leisten, auch dickere Mauern zu machen. Das sollte ja alles sehr, sehr lange halten. Und so eine Mauer hier, die Mauern hier vom Kloster Korin sind über einen Meter breit. Die Zisterzienser waren ein strenger Orden. Weder Zunge noch Ohr noch Auge sollte ergötzt werden. So gibt es nicht viel Zierat im Mauerwerk. Ein Schwein, ein Pelikan und ein Hund, der Eicheln frisst, sind Ausnahmen. Im Klosterkeller sind Steine gelagert. Ja, hier gibt es sehr viel Tonkuchen. Die haben sich dann aus diesen Tonkuchen diesen Ton geholt. Und haben den erstmal bearbeitet. Das heißt, die haben den erstmal noch mit Wasser vermischt, auf dass er doch so richtig geschmeidig wird und man den so formen kann, so wie man den haben möchte. Und solche Mauersteine haben sie dann in solchen Kastenformen hier mal hergestellt, haben dann den Ton genommen, einen großen Tonklumpen, den hier ganz doll reingeschleudert, dass er schön groß und fest wird. Und dann haben sie mit einem Holzstab das Ganze, den Rest hier abgestrichen, den Stein aus die Kastenform herausgekippt und anschließend in die Sonne gelegt und dieser Stein konnte dann vortrocknen. In einer kleinen Fabrik in Alt-Glietzen werden in der altbewährten Technik für die Restaurierung von Dächern und Mauerwerk auch heute noch Ziegel und Formsteine hergestellt. Der Ton wird in Formen geschlagen, die vorher in Gips gegossen wurden. Nach dem Einfüllen wird die Masse glatt gestrichen. Die innere Wulst wird herausgeschält, sodass nur eine dünne Wandung bleibt, die zum Ziegel gebrannt wird. Die Herstellung ist kompliziert, da es Handarbeit ist und der Ziegel muss richtig vermessen werden. Die Form muss stimmen, die Farbe muss stimmen. Ich möchte nicht als Künstler bezeichnet werden oder wir alle nicht, weil es sich hier um einen fast ausgestorbenen handwerklichen Beruf handelt und mehr als echtes Handwerk bezeichnen. Der Ziegel kommt auf das Koriner Klosterdach. Früher wurden die Steine in diesem großen Holzkohleofen gebrannt. Heute geschieht das mit elektrisch erzeugter Hitze. Die Giebel der Klostergebäude zeigen vielfältige Formen. Und alles ist aus Backstein. Aus Feldsteinen ist diese Mühle,
Sie wurde erst vor kurzem ausgegraben. Es ist eine Wassermühle. Die Zisterzienser waren Künstler im Gebrauch der Kraft des Wassers. Sie entwässerten die Sümpfe und bauten Kanäle, um ihre Schöpf- und Mühlenräder zu betreiben. Was war denn hier Ihr aufregendster Fund? Der aufregendste Fund, sagen wir mal, das interessanteste Ergebnis ist, dass von der Mühlenruine noch so viel erhalten ist und wir den Grundriss vollständig rekonstruieren konnten. Ja, sie sieht ja eigentlich ziemlich neu aus, gar nicht wie ausgegraben. Ja, sie ist äußerlich neu aus dem Grund, weil die gesamten Steine befestigt wurden und eine Schutzschicht draufkam. Und damit ist natürlich die äußere Hülle optisch gesehen erneuert. Dahinter befindet sich die originale Substanz. Also als Sie es ausgegraben haben, waren sah so die Mauer so, im... Ja, da war es so zu erkennen wie jetzt. Aber eben mit Löchern, das musste verschmiert werden, es mussten auch die Steine wieder befestigt werden. Und oben ist eine Schicht draufgekommen, die das gegen Witterungseinflüsse schützt. Es wird weiter gegraben und auf sensationelle Funde gehofft. Sind die mal hinter der Mühle gesessen, weißt du, und da haben sie die Wildschweine weggedrückt. Vielleicht ist Asterix hier vorbeigekommen. Dann soll ich da hinkestellen. Nicht, dass du ja. Machst, damit raus. Aber auch wenn sich der Fund nur als Wildschweinknochen aus alten Tagen erweist, sorgfältig wird er geputzt und registriert. Geschütztes Bodendenkmal. Fundamentreste des Klosters Mariensee auf der Insel Pelitzwerder. Hier beginnt die Geschichte von Corinne. Denn zuerst kamen die Mönche hierher. Niemand weiß, warum dieser Bau am Paarsteiner See gestoppt und die Klosteranlage nach Corinne verlegt wurde. Rätsel gibt auch ein anderes Bauwerk der Arbeitsmönche auf, der Nettelgraben. Er beginnt am sonst abflusslosen Paarsteiner See. Herr Ebert, was sind denn das für Fischchen? Ich muss mich hier auf die Angler verlassen. Es sollen kleine Barsche sein. Das ist eine Ringelnatter. Ja, das ist eine Ringelnatter auf der Jagd. Sie lebt vorwiegend von Fröschen. Der Nettelgraben ist 10 Kilometer lang. Die Mönche gruben den Wasserweg quer durch die Landschaft und verbanden mit ihm die Seen. Warum sie diesen Eingriff in die Natur vornahmen, kann man nur vermuten. Vielleicht sollte der steigende Wasserstand des Sees ausgeglichen oder die Entwässerung der Felder oder das Wasser in den Fischteichen verbessert werden. Quer durch den Wald führt der Wassergraben bis in den Amtssee. Unmittelbar dahinter gruben die Mönche ein Tal durch die Corinna Endmoräne. Eine unglaubliche Leistung, die Beweis ist für das hohe Wissen und Können der Zisterzienser. Landschaft und Baukunst machen Corinne zu einem Anziehungspunkt für Touristen. Wie die Ruinen, die Pflanzen, die Tiere den Ansturm verkraften, macht Klosterverwaltern und Naturschützern zunehmend Sorgen. Tausende kommen zum Corinner Musiksommer, der seit 1963 veranstaltet wird. Der Klosterhof wird zum Picknickplatz. Mitten im Gewimmel die Künstler des Konzerts. Es spielt das Rundfunksinfonieorchester. Es singt der Rundfunkchor, beide aus Berlin. Auf dem Programm die Carmina Burana von Karl Orff. Lieder aus dem Kloster Benedikt Beuren. Sei,
beschaulicher Kunstgenuss. Das wäre nichts für die Mönche des Armutsordens gewesen. Für sie galt ora et labora, bete und arbeite. Sie wollten möglichst weg von den Menschen und hin zu Gott durch harte Arbeit. Die aber brachte auch Reichtum und Macht. Im 15. Jahrhundert gehörten dem Kloster 25 Dörfer, 23 Seen und viel Land. Dann kam die Reformation. Nach fast 300 Jahren wurde das Kloster aufgelöst und als landwirtschaftliche Domäne verpachtet. Zur Ruine und zum Steinbruch wurde der Bau im Dreißigjährigen Krieg. Jahren beschreibt Fontane das Innere des Klosters als sang- und klanglose Öde. Kahl, ohne romantische Waldkulisse stand der Bau in der Landschaft. Die Menschen hatten sie verändert. Frau Dr. Gisela Goos erzählt die Geschichte. Fontane hat ja gesagt, dass hier gar nichts war drumherum. Ja, als die Mönche herkamen, war es Urwald. Die haben landwirtschaftliche Fläche draus gemacht, das heißt alles eingeebnet ringsherum. Dann hat sich das wieder mehr zum Wald entwickelt, weil es ja hier ein sehr karger Boden ist und nur die besten Flächen dann für Landwirtschaft genommen wurden. Dann kamen die Glashüttenbauer, die haben wieder alles abgeholzt, weil sie das Holz zum Heizen brauchten. Und dann kam die Forst vor 130 Jahren und dann ist so nach und nach wieder Wald entstanden. Die Forst, das ist die Forstverwaltung. In Eberswalde gab es seit 1830 eine Forstakademie. Der Forstmeister Max Kienitz setzte 1907 das erste staatlich anerkannte Naturschutzgebiet durch, das Plagefenn. Unter dem Moos steht NSG, Naturschutzgebiet. Das bedeutet, dass der Mensch hier nichts verändern, nirgends regulierend eingreifen darf. So können sich hier Pflanzen und Tiere entwickeln, die woanders keine Chance mehr haben. Das ist ja ein hübscher Käfer, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, das ist ein Bockkäfer. Die Larven leben in Laubbäumen, sie sind aber harmlos. Das Plagefenn ist ein Hochmoor, das aus einem See entstand. Heute ist es von Austrocknung bedroht. Zur glazialen Serie gehören die Endmoräne, die Sander, das sind Sandablagerungen, das Urstromtal und die Grundmoräne. Das Plagefenn liegt in der Endmoräne, im Rand des ehemaligen Gletschers. Ebert, ich habe schon wieder was entdeckt. Ja, diese hübsche Blume ist eine Kala. Sie besiedelt die sumpfigen Randflächen von Hochmooren. Und da sitzt ein Frosch. Ja, wir haben es vermutlich mit einem Moorfrosch zu tun. Los, komm. Hüpf doch mal weg. Früher verbanden Knüppeldämme die Werder. Das sind die Inseln bzw. Halbinseln im Moorgebiet. Die Seen in der Endmoräne entstanden durch Toteis. Das waren riesige Eisblöcke, die das Schmelzwasser mit Sand überlagert hatte. Dadurch tauten sie erst viel später ab. Der Schilfgürtel ist hier noch intakt. Vor uns haben wir jetzt die abwechslungsreiche Moränenlandschaft
mit Hügeln und Tälern. Der Standort ist sehr gut, das sind Lehme oder lehmhaltige Sande. Es wachsen hier von Natur aus Buchen, Trauben, Eichenwälder. Wir sehen sie also im Hintergrund. Die Buche ist ja hier eine Baumart, die hier von Natur aus vorkommt. Und in früheren Jahrzehnten wurden diese Buchenwälder teilweise sehr stark abgeholzt. Und man musste dann mit Kiefer wieder aufforsten, weil andere Baumarten gar nicht möglich waren auf den verwilderten Standorten. Und heute sind wir dabei, die Ursprünglichkeit der Landschaft wieder zu fördern als Forstleute und pflanzen die Laubhölzer, die in diese Landschaft hierher gehören, wie wir sie vor uns hier schon sehen. Herr Ebert, welcher Schmetterling wird denn mal aus dieser Raupe kommen? Hieraus entwickelt sich der herrliche Schwalbenschwanz, ein Tagfalter, der leider heute immer seltener zu sehen ist. Naja, ich muss dich mal stören. Zeig mal deinen Bauch. Das sind Füßchen da, nicht? Ja. Jetzt sieht man sie. Herr Gavron, Naturschutz, gibt es da für Sie Widersprüche? Natürlich gibt es Widersprüche beim Naturschutz. Der Mensch nutzt die Natur ja für sich aus. Und es kommt nun darauf an, bestimmte Gebiete so zu erhalten, dass sie möglichst durch den Menschen wenig beeinflusst werden. Der beste Naturschutz ist, wenn ich auf ganzer Fläche die Natur in ihrer Ursprünglichkeit erhalten kann, auf großen Flächen, sei es ein Forstrevier oder gar eine Oberforsterei. Aber das ist heute kaum noch möglich. Der Mensch muss die Natur nutzen, denn er ist Teil der Natur und nutzt auch die Natur für seine Bedürfnisse aus. Die Corinna Mönche hatten hier ihren Weinberg. Die Forstverwaltung bepflanzte ihn wieder mit Wald, mit einheimischen und fremdartigen Gehölzen. Den kenne ich, das ist ein Mistkäfer. Der sieht ja eher aus wie ein wandelnder Edelstein. Ja, er glänzt wunderbar blau. Und weg ist er. Dieser Schmetterling heißt Bluttröpfchen wegen seiner Flügelzeichnung. Um die Jahrhundertwende bestand hier in der Nähe des Klosters eine große Forstbaumschule. In dieser Forstbaumschule wurden junge Bäumchen verschiedenster Baumarten erzogen und unter anderem auch junge Eiben. Und einige dieser Eiben wurden dann hier an diesem Weg als Wegeinfassung ausgepflanzt. Im Laufe der Jahrzehnte haben sich diese Eiben am Weg sehr gut entwickelt und haben auch Früchte getragen. Diese Früchte werden von Vögeln aufgenommen, aber nicht verdaut. Die werden dann wieder ausgeschieden und durch die Magensäfte bekommen die Samen eine günstige Keimfähigkeit und keimen dann im Waldboden. Und so hat sich hier eine Eibenverjüngung von etwa 1 Hektar Größe eingefunden. Nur noch selten kommen Ulmen im Wald vor. Sie sind äußerst gefährdet durch eine Pilzkrankheit, die durch Käfer übertragen wird. Auch dieser Baum ist schon krank und wird in einigen Jahren abgestorben sein. In alten Eichenwäldern findet man manchmal noch den großen Eichenheldbock, ein Käfer, der vom Aussterben bedroht ist. Er ernährt sich nur von toten oder absterbenden Bäumen. Das ist das Fraßbild. Der Urwald Breitefenn, Kernzone Stufe 1. Das heißt, es darf nichts verändert werden. In diesem Fall wird es den Wald, so wie er jetzt aussieht, vernichten. Die Buchen erdrücken die Traubeneichen. Früher wurden hier Schweine zur Eichelmast eingetrieben und Kühe und Schafe hielten die Buchen klein. Wenn wir diese Form des Hutewaldes erhalten wollen, dann müssen wir heute auch dort den Vieheintrieb wieder durchführen. Wir müssten also meinetwegen einen Zaun drumherum bauen und lassen dann dort die Schafe drin weiden, jedes Jahr 4 Wochen lang. Oder wir bringen dort Kühe hinein. Oder wir können auch das Gebiet, ohne dass wir einen Zaun bauen, durch Schäfer periodisch beweiden lassen. Auch hier greift der Mensch nicht ein. Der Schulzensee verlandet. Viele Vögel haben sich in dem unzugänglichen Schilf eingenistet. Eine Möwenkolonie. Ja,
Rund um das noch offene Wasser haben sie ihre Nester gebaut. Nicht wir, das Fernsehteam, sind die Verursacher der Aufregung. Ein Raubvogel hat es auf die Eier oder die Jungen abgesehen. Wir stehen weit weg auf einem Anstand und drehen mit dem Teleobjektiv. Wunderschön. Ich habe ihn. Ach, du hast ihn. Gut. Ich bin an dir gesteuert. Eine Glocke. Das war ja ulkig. Die kratzt sich beim Fliegen am Kinn mit den Fiese. Da bin ich umgeflogen. Oh, war ja hier. Was wird uns an? Hier ist ein tiefes Loch. Ja, ja. Ja. Wir haben ja vorhin alle hier reingekommen. Oh, ja, 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 ja. Oh! Ach, du Guten Tag. Guten Tag. Wir haben was im Sumpf gefunden. Oh, oh. Mann, müssen die an? Ja, alle sind an mir. Ui, ui, ui.